Ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen bei 2 Diuretika im roten Kapitel, das heißt Medikamente bewertet. Und der Abschnitt lautet Medikamente von A bis Z. Am Anfang werden rezeptpflichtige Medikamente in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und dann geht es weiter nach Wirkstoffgruppen. Und 2 Diuretika ist das letzte, was in diesem Abschnitt abgehandelt wird. Danach kommt der Abschnitt Therapie im Überblick, hoher Blutdruck ohne Begleiterkrankungen. Und damit endet das Buch noch nicht. Dann geht es nochmal um das Gleiche mit hohem Blutdruck zusammen mit Herz- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes. So, 2 Diuretika. Bemetizid, Triamethaven, Bendroflumetiazid und also nochmal von vorne. 2 Diuretika. Bemetizid plus Triamethaven, Bendroflumetiazid plus Amylorid, Hydrochlorothiazid plus Amylorid, Hydrochlorothiazid plus Triamethaven, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn durch Thiazide verursachte Kaliumverluste begrenzt werden. Wenn der durch Thiazide verursachte Kaliumverlust begrenzt werden soll. Zipamid und Triamethaven, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn der durch thiazidartige Diuretika mögliche Kaliumverlust begrenzt werden soll. Um zu verhindern, dass durch die Anwendung eines Thiazids oder thiazidartigen Diuretikums zu viel Kalium aus dem Körper geschwemmt wird, werden diese Wirkstoffe mit einem kaliumsparenden Diuretikum, Amylorid und Triamethaven kombiniert. Für diese Anwendungsgebiete sind die Präparate empfehlenswert. Die Kombination von Amylorid und Hydrochlorothiazid jeweils in niedriger Dosierung hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich der Zuckerstoffwechsel nicht verschlechtert, was bei der alleinigen Gabe von Thiaziden vorkommen kann. Wichtig zu wissen. Wenn Sie Medikamente mit Triamethaven oder Amylorid einnehmen, sollte der Arzt regelmäßig das Blutbild überwachen, um rechtzeitig zu erkennen, ob die Anzahl der roten oder weißen Blutkörperchen oder die der Blutplättchen abnimmt. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit. Bei ihnen sollten die Präparate sicherheitshalber nicht eingesetzt werden. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter kaliumsparende Diuretika und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 127 und 140. So, es geht weiter mit Therapie im Überblick, hoher Blutdruck ohne Begleiterkrankungen. Tschüss.